Ja, hallo, hier ist Blaine Tutorials und heute zeige ich euch, wie ihr mittels Photoshop CS4 ein Bild retuschiert, ja. Als erstes öffnet ihr hier euer Bild, was ihr retuschieren wollt. Ich will jetzt hier dieses retuschieren, weil ich will das Windows 7 Zeichen weg haben. Windows 7 hier, das Ganze. Ja. Als erstes dupliziert wir hier unsere Hintergrundebene und löschen unser Standard Hintergrundbild. Ihr rechts klickt drauf, Delete Layout, einfach auf eure Ebene und entfernen drücken. Jo. So, dann als nächstes gehen wir hier auf unser Patch Tool und umkreisen unsere Fläche, was wir nicht haben wollen. Hier, die da wollen wir nicht haben. Am besten so eng wie möglich, weil dann ist am besten einfach. So, dann klickt ihr in die Mitte rein und verschiebt es wie ihr wollt und guckt halt, dass die Struktur am besten beibehalten wird. So ungefähr, so finde ich es. Ja, perfekt eigentlich, sieht man eigentlich gar nichts. Hier ein bisschen, aber es ist eigentlich sehr minimal, sage ich mal. So. Als nächstes wollt ihr vielleicht hier eine Schrift drauf haben. Das ist ja eigentlich recht einfach gewesen, oder finde ich jetzt. Das könnt ihr mit alle Bilder machen, dann klickt ihr einfach irgendwo hin. Drückt PT. So, geht auf eure Ebene, klickt links drauf. Linksklick. Dann drückt die Steuerung T. Shift gedrückt halten und Größe sehen. So, dahin ungefähr. Und mit Enter bestätigen. So. Dann geht ihr hier auf Rechtsklick und Blending Options oder einfach Doppelklick drauf. So, dann öffnet sich hier das Fenster, dann könnt ihr hier auswählen, was durchsichtig ein bisschen sein soll oder einfach hier ein Overlay sein soll, dann passt sich Struktur an. Oder ihr könnt hier jetzt ein bisschen ausprobieren, wie ihr es wollt. Aber ich lasse es mal auf normal und bearbeite es hier ein bisschen. Hier Inner Shadow mache ich Winkel 120 Grad. Modus normal und die Farbe hier wahrscheinlich egal, bisschen heller, so ungefähr auf 100, sei es mal 15. So, das war's. Dann will ich noch Auto Glow, gehe ich hier auf 100% und hier auf normal. So, das könnt ihr eigentlich einstellen, wie ihr wollt, präzise oder soft. Hier sei es mal auch wieder 15. Ist eigentlich euch überlassen, aber so finde ich es cool, weil dann sieht man es ein bisschen mehr. So. Dann könnt ihr natürlich alles hier nochmal ein Inner Glow, aber das will ich jetzt nicht. Mal hier eine Kontur. Hier so. Und natürlich könnt ihr hier noch Stroke machen, aber wir haben ja schon Auto Glow, deswegen finde ich passt das nicht so gut dazu. Könnt ihr noch hier Pattern Overlay auswählen, was ihr wollt. Falls ihr es überhaupt wollt, dann ist natürlich die Farbe weg. So. Ja, deswegen lasse ich das mal. In Gradient Overlay machen. Blend Mode vielleicht Overlay. Und ein bisschen durchsichtig. Oder einfach normal. Könnt ihr hier euch die Brauntöne auswählen. Wie ihr sie haben wollt. Wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, abonniert mich trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.